tenderest touch. Such a cold finger. I can choose to enter his world. Ich möchte euch heute Abend gerne eine Geschichte erzählen. Diese Geschichte handelt von mir. Ich finde es ein ganz spannendes Thema. Da kenne ich mich aus. Da weiß ich Bescheid. Ich komme quasi direkt aus Australien, wo ich das Opernhaus in Sydney ausverkauft habe. Habe ich einen Mann getroffen. Den kennt ihr alle. Ricky Martin. Wir waren zur selben Zeit in Australien und er hatte ein Konzert und ich wurde eingeladen und ich habe mich sehr gefreut. Mein Management hat eine SMS vom Management von Ricky Martin bekommen mit der Frage, ob ich denn nicht vor dem Konzert noch gerne Backstage vorbeikommen wollen würde. Ich dachte mir, ja, wenn man helfen kann. Gesagt, getan, bin ich dorthin und er sah umwerfend aus. Meine Güte, sieht der umwerfend aus. Der ist auch gar nicht so alt. Wie alt ist der? 70, älter ist er nicht. Wir haben uns ganz nett unterhalten, wir haben Fotos gemacht und dann ging eigentlich schon die Show los und ich komme immer wieder an den Punkt an, wir haben das ja alles auch geprobt und ich komme immer wieder an den Punkt an, wo ich mir denke, nein, das sage ich nicht, ich kann das nicht sagen, wenn ihr alle hier seid, aber also dieses Konzert, ich kannte nur zwei Stars. Aber es ist ein Weltstar, also von daher. Wenn das funktioniert. Aber es war großartig. Ich habe getanzt wie der Teufel und gesungen wie ein Engel. Und der Abend war vorbei und es war alles ganz, ganz toll. Und quasi ging die Reise für ganz Sydney an diesem Abend oder am nächsten Morgen nach Melbourne. Denn da fanden die Logie Awards statt.
Und das ist quasi die Golden Globes von Australien. Da bekommen Fernsehsendungen und Filme eben ihre Preise. Und